Das ist okay, das gefällt mir. Naja. Und die Bahn wolltest du höher haben. Jetzt war die Ja. Frage, wie hoch? Also so, dass es gerade über die Bäume geht. Ah, ich muss das mal angucken, wie weit das, wie das war. Hört mich halt so an, dass man auch was so ein bisschen von der Landschaft noch sehen kann, durch die man fährt. Ja. Und halt über den Bäumen ist das halt dann wesentlich behindert. Ich Siehst du bin nämlich nicht kaum was. behindert. So, das ist jetzt ungefähr auf der Höhe. Könnte ich eine Tür gebrauchen? Wo? Hier unten bei mir. Apropos, ich glaube, ich habe die komplett zugebaut. Oh, geil. Aha, ich komme da nicht rein. Es ist circa die Mitte von dem Eingang da hinten. Schon ein bisschen japanische Musik im Hintergrund. Okay. Jo. Der klasseste Scheiß aus Japan. Vor Ah, allem mit schöner Starbomb-Musik im Hintergrund. Japan Mucke mit des vermisst mit der Starbound. Starbomb-san. Starbound. Ich muss was essen. Frisst du Schwein? Das hat jetzt keiner gesehen. Halt die Fresse, ich höre das. Und die sehen das. Nein, du siehst das nicht. Ich nutze mein Geld zum Essen. Achso, du kaufst ganz im Automaten oder was? Wie dumm ist das denn? Boah, die Musik ist so geil. Ja, ist auch der klasseste Scheiß aus Japan. Radio, Big FM, Japan. Ich glaube, wenn man schnell genug ist, warte. Ich glaube, wenn man schnell genug ist, dann kannst du aber dieses Schienenfahrzeug auf die Schienen setzen. Wenn du jetzt eine gerade Strecke baust und dich an der vorne hinstellen, die Schienen die ganze Zeit dran bauen, während du fährst. Meinst du, das geht? Theoretisch ist das möglich. Hat die Musik wieder ausgemacht, kannst du auf Arbeit legen. Aber allein theoretisch. Nein, ich kann. Oh. Weil dazu müsstest du gleich nach oben kommen, muss ich das testen. Wenn du noch so einen Wagen hast. Ich habe noch vier Wagen, aber zwei werden jetzt gleich verblaut. Okay.
So, das hier ist dann jetzt auch durch. Juhu! Oh, nee. Ich habe gelogen, ich habe nur noch. Ich habe nur noch den Leitwagen und zwei Wette schon. Ah, okay. Das heißt, ich habe dann immer nur noch einen Wagen. Oh. Hauptsache, wir haben einen Wagen. Oh, das ist erstmal einen provisorischen Weg hier, damit du reinkommst. Hey, der Wagen ist ja da gewesen. Da ist noch ein Wagen, eine Plattform. Und ich warte, und ich warte, und ich warte. Worauf wartest du? Und ich fahre, und ich fahre, und ich fahre. Und ich warte, und ich warte, und ich fahre, und ich fahre. Oh, die andere Plattform ist gerade weggefahren. Hallo! Hallo! Wollen wir gemeinsam runterfallen? Nach oben! Nach oben! Tschö! Ich habe noch etwas Leder. Leerlappen! Jetzt hast du den. Ich konnte direkt umsteigen. Ja, jetzt guckst du, wenn ich jetzt die gesamte Bahn an. Was soll denn das? Ich weiß ja, wie es weitergeht. Ja, ich weiß aber nicht, wie es weitergeht. Also, oh. Bin da durchgefahren. Ab und zu fahre ich durch die Plattform durch. Das ist schon wieder so schön. Ich bin schon zweimal jetzt hintereinander durchgefallen. Das ist nicht sehr gesund. Ah, jetzt stehe ich drauf. Das ist echt gefährlich. Bahnfahren ist nur für die harten Kerle. Und Flauen. Also die Plattformen sind auch nicht sehr regelmäßig. Ich müsste die mal echt regelmäßiger machen, aber ich habe keinen Bock dazu. Ja, ist okay. Paul. Ich brauche ordentlich von diesem Stein. Ich habe noch 750 Composite Rail. Kannst du mir die Schienen mal geben? Ja. Ne, die Plattform, die musst du bitte draufsetzen, sonst bin ich nicht schnell genug. Sie wieder reingeschmissen. Ja. Das ist ja. Was machst du? Perfekt.
So, wenn jetzt hier einmal die Plattform, wenn es geht, hier oben dort. Nee, nee. Die fährt sofort los, hier oben drauf schmeißt. Auf die Gerade, die nach oben geht. Und wann? Ja, schmeiß drauf. Nein! Ah, Mist. Ja, du musst ja schon drauf springen. Ah, die fällt da, geht da eh kaputt, okay. Ja, schon klar, dass ich drauf springen muss, aber das Problem ist, ich muss auch noch gleichzeitig alles ausrichten. Also, das habe ich jetzt nicht. Zieh mich mal gerade um. Ja, okay. Nee, das ist mein Abenteuerhelm. Was ist denn am besten mein Zuhausehelm? Wer ist der Partyhelm? Was trägt am besten zu Hause? Abenteuerjacke? Ja, das ist unmöglich, wenn du jetzt nicht hier bist, okay. Ja, Moment, ich bin gleich da, ich muss mich... Ja, okay. Was ist das? Ich muss gerade mein Outfit zusammenstellen. Ja, ich hab nichts anzuziehen, sorry. Ah, man kann auch zu Hause so einen Umhang tragen, das ist nicht schlecht. Ja, ja, ich bin Kapitän zu Hause. Das ist die Kapitän, das funktioniert. Ja, das ist... zu Hause. Oder? Ich muss halt ein tolles Outfit für zu Hause zusammenstecken. Ja, ich sag doch nichts. Ich sag auch nichts. Das ist doch... das ist doch geil. So. So, ich bin bereit. Guck mal, das ist mein Outfit, wenn ich zu Hause bin. Du hast die Plattform gemacht. So, warte. So, wenn ich runterfalle, kannst du die ein bisschen unter mich setzen von der Höhe? Ja, genau. So, wenn ich jetzt... Ja. Kacke. Ich muss den weiter weghalten. Warte. Mist. Ich dachte, du springst als höher. Ey, die Brücke. Ja, wollte ich eigentlich auch. Nur, ich muss halt genau in dem richtigen Winkel auch direkt hier die Schienen treffen, damit ich es voranbauen kann. Okay. Warte, jetzt. Ja, Mann. Das ist geil. Ich baue mir direkt eine Plattform, um dir zu folgen. Nein! Die Welt hat geladen! Scheiße! Jetzt bin ich eine Etage runtergefallen auf die Gleise. Nein! Ja, du hast drei Silberbarren, Batterien. Powerwire. Du Idiot! Das heißt, du kannst schon mal nach unten gehen und die komplette Schienenreihe da unten abbauen. Was? Ich muss das abbauen? Ja. Sie ist positiv, dann haben wir wieder Schienen. Aber es heißt ja, ich muss arbeiten. Ja, das ist möglich. Oh Mann, wenn die Welt lädt, ist das ein Dreck. Was? Was ist passiert? Du schreist so laut? Ja, so ein Vieh, was mich nicht angegriffen hat, am Tag greift mich jetzt auf einmal in der Nacht an. Ich wollte Vertrauen gewinnen. Ach, halt die Schnauze da unten. Hat er nicht gesagt? Immer diese kleinen Ruckler, das regt auf.
frage mich außerdem, warum ich die Bahn überhaupt so weit oben baue. Hast du Schienen? Nö, ne? Ich hab dir alle Schienen gegeben, die ich hatte. Aber wenigstens bist du da und kannst gleich ein bisschen vorlaufen, damit die Welt lädt. Oh. Jetzt geht weiter nach links laufen, ich bin am Bauen. Nein! Es ist so deprimierend. Du bist zu weit gelaufen. Nein, jetzt kann ich mal zurückfahren. Super. Ja, ich sollte den Stieg noch abbauen. Passt, die Plattform. Kannst du mir mal die Plattform drunter setzen? Danke. Bitte. Ja, du musst gleich mal ein Stück weiter nach links laufen. Weil die Welt da weiter lädt, während ich bauen kann. Ja. Ich sag dir, wann ich losfahre. So, jetzt bin ich gerade zu Hause angekommen. So, ich bin auf dem Weg. Also ich soll jetzt laufen? Okay. Was? Kacke, kannst du wieder aufhören. Kannst aufhören. Okay. Ja, ich wusste nicht, dass man sein komplettes Inventar mit einem Knopfdruck resetten kann. Geil. Bin ich auf den falschen Knopf gekommen und komplettes Inventar weg, inklusive Schienen. Ich kann dir wieder den ganzen Weg zurücklaufen, damit ich alles nur von vorne machen kann. Warum drückst du denn irgendwelche Knöpfe? Ja, ich bin einfach auf den falschen Knopf gekommen. Also, wenn der direkt da drunter ist, ich kann ja nicht wissen, dass der dafür ist. Das, ja, trotzdem drückt man doch nicht auf irgendwelche Knöpfe. Das ist genauso wie bei Pupke. Ich bin auf den falschen Knopf einfach gekommen. Das ist dir in Pupke auch schon passiert. Ah, das verwechselt. Nee, in Resident Evil, weil du es mit Dings verwechselt hast. Mit der Rainbow-Steuerung. Ja, ja. Also, das ist ja, vollkommen anders. Das war vollkommen. Ah, Telefon. Geht auch ran. Aber ich höre das Handy, das Telefon gar nicht, weil meine Kopf, also kaum, weil meine Kopfhörer so scheiße sind. Die sind so eng anliegend, dass ich kaum was verstehe. So, ich bin auf dem Weg übrigens, ne? Ja, musst du mir schon früh genug sagen, ne?